Sie sind wieder alle Freunde der außerirdischen und überirdischen Phänomene. Heute machen wir mal was ganz Besonderes. Heute werden wir mal, zum, werden wir mal enthüllen. Was ist dran am Marsgesicht? Dazu muss man natürlich erstmal wissen, was ist überhaupt das Marsgesicht? Das Marsgesicht ist ein Phänomen, was es seit 1976 gibt. Man sieht am oberen Bildrand hier in, hellen, in diesem hellen Kasten, sieht man eine Struktur, die aussieht, als wenn es ein Gesicht wäre. Im Übrigen muss ich gleich sagen, hier auf diesem Bild sind ja weiße Streifen zu erkennen. Das sind keine Landebahnen von Außerirdischen und auch keine Stadtbahnen von Außerirdischen, sondern das sind nur Bildausschnitte, die wir nachher noch gebrauchen werden. Man sieht auf diesem Bild außer dem Gesicht noch einige merkwürdige Strukturen. Hier zum Beispiel in dem Kasten selber sieht man Erhebungen, die danach aussehen, als wenn es sich um, als wenn es sich um Pyramiden handeln würde. Wir werden noch sehen, was das bedeuten soll. Aber die wesentliche Struktur ist hier oben am Bild zu sehen: das Marsgesicht. Diese Aufnahmen kommen von den Viking-Sonden. Die Viking-Sonden sind 1976 auf dem Mars gelandet und haben, bevor sie landeten, den Mars äh, kartografiert. Das heißt, sie haben alle möglichen Strukturen fotografisch aufgenommen. Und dabei ist dieses Gesicht aufgetaucht. Die NASA hat dann dieses Bild relativ schnell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und als das Bild dann in einigen Zeitungen war, kamen auch sofort Scharen von Sachbuchautoren und haben Scharen von Büchern geschrieben. Einige von ihnen sind ziemlich bekannt geworden. Und äh, ich will Ihnen mal aus dem Klappentext eines solchen Buches was vorlesen. Eine sorgfältig durchgeführte Analyse spektakulärer NASA-Aufnahmen. Lässt vermuten, dass eine hochentwickelte Zivilisation schon vor Hunderttausenden von Jahren auf dem Mars gelebt haben muss. Diese Aufnahmen wurden von den amerikanischen Viking-Sonden während der Mars-Mission gemacht. Die dabei entdeckten Monumente auf dem Mars gehören zu den bedeutendsten und rätselhaftesten Entdeckungen seit Menschengedenken. So. Diese Entdeckungen seit Menschengedenken sind nicht die einzigen, die man seit Menschengedenken auf dem Mars schon gemacht hat. Die ersten, die erkannt hatten, dass auf dem Mars äh, gewisse Veränderungen an der Oberfläche sich abspielten, was nicht unbedingt der Normalfall ist für Planeten, das waren richtige Astronomen. Christian Huygens zum Beispiel hat mit seinem Fernrohr relativ früh schon äh, Erscheinungen an der Oberfläche des Mars bemerkt und konnte so ausrechnen, wie der, wie der Planet sich dreht. Richtig interessant wurde es allererst, als Schiaparelli seine Kanali am, an der Oberfläche fand, wobei er nicht wirklich meinte, dass es sich um Kanäle handelt, sondern er hatte so gedacht, es sind Rinnen und Furchen. Aber weil es eben hell und dunkel war, viel war gab kein anderes Wort sozusagen und zu dieser Zeit wurde der Suezkanal eröffnet und schon war der Mars belebt. Und schon war klar, dass auf diesem Planeten sich eine Zivilisation gebildet haben muss, denn Kanäle bauen nur zivilisierte Kulturen und auf diesen Kanälen können dann Schiffe rumfahren und so weiter und so weiter. Es gipfelte dann in Percy Lovells äh, Ideen, dass man wirklich die Schiffe auf dem Planeten finden könnte. Er hat also ein großes Teleskop gebaut in Arizona und hat also richtig versucht herauszukriegen, welche Zivilisation denn da am Werke ist. Und als die ersten Raumfahrtunternehmungen gemacht wurden, da versuchte man auch ganz schnell herauszufinden, was ist denn nun auf dem Mars eigentlich los? Die ersten Satelliten brachten uns äh, im Wesentlichen Bilder, die so erschütternd waren für die UFO und außerirdischen Gemeinde, dass man äh, sehr, sehr enttäuscht war, das muss man schon sagen. Also der Planet ist offensichtlich ein roter Felsenplanet, und nichts davon sieht so nach Leben aus. Gut, es gibt ein paar Strukturen, die sehen danach aus, als wenn mal Wasser geflossen ist, also tiefe Canyons, die ein paar Kilometer tief sind sogar und sehr, sehr lang. Es gibt einen hohen Vulkan, den Monte Pons, äh, der also 24 Kilometer hoch ist. Aber es war eigentlich nichts aus den Satellitenfotos herauszulesen, was auch nur einen Hinweis darauf gegeben hätte, dass dort oben außerirdische Zivilisationen am Werke gewesen sind. Bis eben diese Bilder erschienen, diese Bilder, die Pyramiden zeigen. Ein Marsgesicht. Und schon waren die Ideen da. Ja, äh, die Zivilisation auf dem Mars hat also hier ein großes Monument erstellt, was wir in dem Moment sehen werden, wenn wir die richtige Technologie entwickelt haben. Also wenn wir in der Lage sind, Satelliten zu bauen, die so gute Fotograf fotografische Apparate besitzen, dass wir das dann auch wirklich richtig im richtigen Blickwinkel sehen können. Und das war 1976 der Fall. Und dann war klar, die ganze, die ganze Vorstellung, dass dieser Planet völlig unbelebt gewesen ist, die ganze Zeit war völlig falsch. Das hatte man in den UFO-Kreisen sich so vorgestellt. Und seit einigen Monaten wartete die UFO-Gemeinde schon darauf, dass der neue Satellit, der jetzt den Mars kartografiert, nämlich der Global Surveyor, endlich Klarheit schafft und endlich uns zeigt, was denn nun wirklich aus dem Marsgesicht herauszulesen ist. Was ist denn nun wirklich hinter dem Marsgesicht? Was ist es denn eigentlich? Ist es ein Gesicht oder ist es was völlig anderes? Und diese neuen Aufnahmen, die sieht man hier in, dem Bild am, hier oben, in den beiden Bildern hier oben. So sieht das Marsgesicht wirklich aus. Es ist, wie ich im Übrigen sagen muss, auch für die, für die Autoren, für, für, die, für die Bücher darüber, es ist ein Haufen Schutt. Es ist nichts. Es ist eine optische Täuschung. Man sieht dieses Gesicht nur unter ganz bestimmten Blickwinkeln. Und so sind die, die neuen Daten vom Global Surveyor. Sie zeigen ganz deutlich, dass es sich dabei wirklich nur um eine optische Täuschung handelt. Das Gesicht ist gar kein Gesicht. Es ist eines von vielen Oberflächenphänomenen, wo wir augenscheinlich immer wieder denken, ach, da ist ein Gesicht. Es gibt übrigens Krater auf dem Mars. Da gibt es nicht nur dieses ernste Gesicht zu sehen, sondern es gibt auch ein Happy Face. Man sieht in diesem Krater mehrere Punkte und unter diesen Punkten etwas aussieht, als wenn der Krater lächelt. Aber keiner käme auf den Gedanken, aus diesem Happy Face nun unbedingt den Schein einer alten, uralten und hoch, hoch äh, zivilisierten Kultur zu machen, die auf diesem Planeten alles Mögliche angerichtet hat und vielleicht sogar für die Kanali verantwortlich ist. Also aus dem Marsgesicht wird ein Haufen Schutt. Das ist das, was die neuesten Daten dazu bringen. Man muss also sagen, dass die ganze Idee der Vorstellung, dass, der, dass das Marsgesicht uns sozusagen etwas mitteilen will darüber, was sich auf diesem Planeten vor ewig Zeiten mal abgespielt hat, dass es sich dabei um absoluten Nonsens handelt. Aber wie so oft springt eine Science-Fiction-Gemeinde darauf ab, was für Bilder ins Internet kommen oder in die Zeitungen kommen, und schon ist eine neue Legende geschaffen. Und genau so hat sich in der ganzen Geschichte der Mars-Erforschung immer wieder dieses Wechselspiel abgespielt zwischen, zwischen den Science-Fiction-Autoren zum Beispiel und den Wissenschaftlern. Ja, man denke nur an die Panik 1938, nachdem die Marsianer äh, hier auf die Erde gekommen sind. A.G. Wells und äh, die Geschichte von A.G. Wells, Kampf der Welten. Und schon ging die, gingen die Panik. Äh, in New York los, als an einem Abend Orson Welles das als Hörspiel im Radio gebracht hatte. Und genauso handelt es sich hier bei diesem Marsgesicht um den verzweifelten Versuch, das Thema Außerirdische im Sonnensystem, also dass die Planeten im Sonnensystem irgendwie mal belebt sein, gewesen sein könnten, immer wieder aufrechtzuerhalten. Und das ist ziemlich erschütternd, denn es ist bedauerlich, weil die Marsforschung verdient eigentlich mehr als nur dieses oberflächliche äh, und